Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge der LA Galaxy Karriere. Heute starten wir erst richtig rein, nachdem wir in der letzten Folge erst herausgefunden haben, ja, mit welchem Team wir überhaupt reinstarten. Die Abstimmung dazu hat eben LA Galaxy gewonnen. Ja, eine Stimme war das dann nur Unterschied. Und heute starten wir eben richtig rein. Heute werden wir, denke ich mal, schon die ersten Transfers machen, beziehungsweise uns zumindest mal ja alle Spieler anschauen, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe mir echt eine Menge Spieler rausgesucht. Deshalb kommt dieses Video auch erst heute online. Ich wollte das ja eigentlich schon gestern bringen. Aber ich war dann echt lange damit beschäftigt, ganze Spieler rauszusuchen. Und ja, die werden wir uns jetzt gleich anschauen. Aber einen Punkt will ich kurz vorher noch ansprechen. Und zwar, ich habe es gestern in der WWE-Folge schon gesagt. Und zwar hat YouTube leider das Feature mit den Abstimmungen eingestellt ab heute. Das heißt, normalerweise gab es hier oben ja immer Abstimmungen. Wenn ich das Ganze gesagt habe, das ist aber ab heute leider nicht mehr möglich. Fragt mich nicht warum, aber es ist nicht mehr möglich, solche Abstimmungen hier oben zu machen. Das heißt, wenn es eine Abstimmung gibt, dann ist das immer der erste Link in der Beschreibung. Dort einfach draufklicken und einfach abstimmen. Ist natürlich schade, aber gut, was soll man machen? Ich werde mal schauen, wie oft wir solche Abstimmungen machen werden. Und ja, wenn ich das mache, sage ich auf jeden Fall natürlich nochmal Bescheid. Aber sonst nur, dass ihr Bescheid wisst, warum es hier oben keine Abstimmungen gibt, liegt einfach daran, dass YouTube dieses Feature eingestellt hat. Und jetzt schauen wir uns direkt die Spieler an, die ich mir rausgesucht habe. In den Kommentaren gab es jetzt leider ja keine Spieler, die ich ja jetzt hier gebrauchen konnte, denn es waren zwar Vorschläge am Start, allerdings waren das halt Spieler, die halt sehr jung meistens sind, und das sind ja eigentlich nicht die Spieler, die ich hier bei der LA Galaxy Karriere haben will. Vielleicht habe ich mich da auch schlecht ausgedrückt in der letzten Folge, denn eigentlich suchen wir hier Spieler, die schon etwas älter sind, bekannte Spieler, aber die halt nicht mehr das gute Rating haben und die dann auch ja viel billiger schon sind. Und das ist ja eigentlich das Ziel, dass wir uns ältere Spieler, die schon viel billiger sind, holen. Und ja, beziehungsweise der zweite, ja, das zweite Suchkriterium bei mir war dann noch, dass es zum Beispiel Spieler aus Mexiko oder halt aus Südamerika sind, denn das wäre durchaus auch noch realistisch, würde ich mal sagen. Genau nach dem Suchkriterium habe ich mir jetzt eine Menge Spieler rausgesucht. Wenn euch zu den Suchkriterien noch ein paar Spieler einfallen, dann schreibt ihr nochmal gerne in die Kommentare. Und ja, zuvor sehen wir hier natürlich nochmal schnell unser Team, und zwar, ja, drei Spieler sind da im Prinzip schon fix, und zwar ist das einmal Hernandez im Sturm, Pavon am linken Flügel und im Mittelfeld Dos Santos. Die drei sind eigentlich fix, und beim Rest, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da wirklich ein komplett neues Team uns holen. Und deshalb habe ich mir für alle Positionen Spieler rausgesucht, und die schauen wir uns jetzt endlich an. Da starten wir rein. Einmal mit Guardado. Der Typ ist schon 32, spielt aktuell in Spanien und ist halt auch Mexikaner. Von dem her, das wird eigentlich mal richtig gut passen, würde ich mal sagen, dass wir uns hier einen weiteren Mexikaner ins Mittelfeld holen. Wäre auch nicht mal unrealistisch. Dann einen weiteren Mexikaner, und zwar Hector Moreno. Und ja, hat hier ein 78er Rating. Und ja, den könnten wir uns natürlich gut als Innenverteidiger holen. Ist auch Mexikaner, 30 Jahre auch schon alt. Von dem her, der wäre auch nicht zu teuer. Das wäre eine Möglichkeit für die Innenverteidigung. Dann machen wir weiter mit einem Spieler, den ihr sicher alle kennt, und zwar mit Falcao. Wir haben zwar schon einen Stürmer, aber ich habe mir gedacht, wir könnten uns theoretisch auch einen zweiten Stürmer holen. Und warum dann nicht? Mache ich mal meine Facecam runter, sonst seht ihr hier gar nicht die Leute. Und ja, dann haben wir eben als drittes Falcao, 32 Jahre mittlerweile alt. Aus Kolumbien, spielt aktuell in der Türkei, 82er Rating, aber immer noch, und der wäre wahrscheinlich auch nicht so teuer, ich denke mal 15 Millionen oder so, und wir haben ja 50 Millionen, von dem her, das wäre dann natürlich teuer, aber wäre auf jeden Fall machbar. Falcao als zweiten Stürmer wäre echt eine nice Sache. Dann als, ja, rechten Flügel hätte ich mir dann hier einmal Pedro rausgesucht, natürlich auch ein sehr bekannter Spieler, wird eigentlich auch passen, dass der nach Amerika wechselt zu LA Galaxy, auch in Spanien, gab es ja auch schon oft, 80er Rating, immer noch schon 31 Jahre alt, wäre wahrscheinlich auch so um die 15 Millionen, wäre machbar, aber müssen wir halt schauen, weil alle, ja, Falcao und Pedro dann gemeinsam, das wird dann schon schwierig werden wahrscheinlich, aber schauen wir mal, was möglich ist. Dann habe ich mir auch noch Fernandinho rausgesucht, ist schon 33 Jahre alt, hat ein 85er Rating und wahrscheinlich auch so einen Wert von 15 Millionen. Aber den werde ich wahrscheinlich am ehesten nicht holen, weil da hole ich mir dann lieber Falcao oder Pedro, weil als Innenverteidiger gibt es noch andere Optionen, die wir uns gleich anschauen werden. Dann geht es hier weiter mit einem Mittelfeldspieler wieder, und zwar wieder mit einem Mexikaner, mit Pizarro hier. Einfach, ja, auch ein guter Spieler, hat glaube ich auch so ein, ja, 78er Rating. Wenn wir uns Guardado hier oben holen, dann werden wir uns wahrscheinlich den hier nicht holen. Da müssen wir einfach schauen, wer billiger kommt. Dann als Torwart habe ich mir hier einmal Diego Lopez rausgesucht. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Hat sogar mal bei Real Madrid gespielt. Für ein paar Jahre. Ist jetzt schon 37 Jahre alt. Das heißt, der wird natürlich richtig billig sein. Also ich denke mal 3 Millionen maximal. Aber hat immer noch ein gutes Rating mit einer 79. Und wäre das halt wahrscheinlich die billigste Option für die Torwartposition. Würde ich mir gerne holen. Dann geht es weiter mit einem weiteren Innenverteidiger. Den kennt ihr, denke ich, auch alle. Mit Dante, spielt aktuell bei Nizza. 78er Rating und ist schon 35 Jahre alt. Der wäre natürlich auch richtig billig. 5 Millionen schätze ich mal. Wäre natürlich auch ein guter Innenverteidiger hier nochmal für eine Saison. Weiter geht's mit einem Argentinier, und zwar mit Fazio von der Roma. Kennt, denke ich, auch der ein oder andere. Ja,
78er wäre wahrscheinlich etwas teurer als Dante, aber auch sicher ein guter Spieler. Warum nicht? Dann einen Rechtsverteidiger bzw. jemand, der auch rechtes Mittelfeld spielen kann. Jesus Navas war ja auch bei Manchester City auch ein bekannter Spieler, auf jeden Fall 33 Jahre alt und er hat auch noch ein richtig gutes Tempo, das sehen wir hier aber jetzt leider nicht. Dann habe ich mir hier noch einen Rechtsverteidiger rausgesucht und zwar Advíncula. Ich denke mal, er spricht mir so aus, spielt aktuell in Spanien bei Rayo Vallecano und ja, der hat echt ein richtig krankes Tempo, ich glaube ein 94er Tempo oder so. Und ja, ist aus Peru, von dem her wäre wahrscheinlich auch nicht so mega unrealistisch, wenn der jetzt ja nach Amerika oder so wechselt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns den holen. Hat zwar nur ein 74er Rating oder so, aber wird eigentlich auch gut reinpassen ins Team, finde ich. Dann als Linksverteidiger habe ich mir hier Van Aanholt rausgesucht. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob das so realistisch ist, aber irgendwie habe ich den gesehen. Und ich könnte mir das einfach gut vorstellen, so wie er hier steht, dass der hier ja bei LA Galaxy spielt. Irgendwie sieht er auch ein bisschen aus wie so ein Mexikaner, keine Ahnung. Ja, habe ich mir einfach auch mal rausgesucht, weil das der einzige Linksverteidiger war, der irgendwie zur Auswahl stand. Dann habe ich mir noch jemanden auf dem rechten Flügel rausgesucht und zwar Yarmolenko kennen, denke ich auch. Einige von euch war ja auch mal bei Dortmund. Und ja, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, dass der hier nach Amerika wechselt, war ja auch schon bei vielen verschiedenen Vereinen. Dann geht es weiter mit einem weiteren, den ihr sicher auch alle kennt, und zwar Jefferson Fofana. Wäre auch nicht mega unrealistisch und hat auch immer noch ein gutes Rating und auch immer noch ein richtig krasses Sprinttempo für seine 34 Jahre. Und von dem her, das wäre hier, glaube ich, auch schon der letzte, den wir hier am Start haben. Das sind alle unsere Leute, die wir rausgesucht haben. Das heißt, ihr seht, auf den meisten Positionen haben wir sowieso 3-4 Leute zur Auswahl. Und ich würde sagen, ich werde jetzt einfach damit reinstarten, dass ich einfach mal für alle, beziehungsweise zumindest für die meisten, mal ein Gebot abgebe und dann schauen wir einfach, wer kommt billiger, wie viel Geld haben wir überhaupt noch übrig und so weiter. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los mit dem Spieler, den ich eigentlich am liebsten kaufen würde, und zwar tatsächlich Falcao. Sie wollen ihn tatsächlich nicht verkaufen und 33 Millionen, ja, das wäre halt schon extrem teuer. Also das kann ich eigentlich nicht annehmen, denn wir haben, wie gesagt, 55 Millionen oder so und ja, davon jetzt 33 für Falcao auszugeben, wäre halt schon ja eigentlich zu viel und deshalb ja, ist das jetzt echt schade, den hätte ich so gerne als Stürmer gehabt. Ja gut, dafür werden wir dann wahrscheinlich jetzt Guardado und Pizarro holen, schätze ich mal. Das heißt, wir spielen dann mit einem Stürmer und dafür mit zwei Mittelfeldspielern. Oder schreibt noch einen anderen Stürmer gerne in die Kommentare, der eben auch so wie Falcao, ja, ähnlich halt ist. Und ja, ich würde sagen, wir legen los, bieten hier für Guardado einfach mal, ich denke mal, ja, 13 Millionen maximal. Und da wollen sie zumindest verhandeln und da gehen wir jetzt direkt rein. So, und wir bieten einfach mal diese 13 Millionen, die ich gerade schon angesprochen habe. Ich denke, viel teurer sollte er eigentlich nicht sein. Jawohl, faires Angebot, 13 Millionen geht, würde ich mal sagen, in Ordnung. Ist natürlich immer ärgerlich, wenn direkt das erste Angebot angenommen wird, weil dann hat man immer das Gefühl, er wäre wahrscheinlich auch billiger möglich gewesen, aber gut. Ich nehme das Ganze jetzt noch nicht an, das Verhandeln hier. Ich würde sagen, wir machen hier einfach auch mal direkt das nächste Angebot. Und zwar, Falcao wird es nicht werden, dann geht's weiter. Ich würde sagen, wir machen am besten weiter mal mit Lopez, denn der wird wahrscheinlich am billigsten werden und ja, den können wir uns dann direkt holen als Torwart. Und ihr seht, ist hier 1,3 Millionen Marktwert und ja, ich biete dann einfach mal 1,5 Millionen, das wäre echt extrem billig für einen 79er, da ist er schon 37, aber trotzdem, und das wird tatsächlich angenommen. Für einen 79er hier nur 1,5 Millionen ausgegeben. Das ist echt ein Schnapper und ja, das Ganze werde ich jetzt direkt hier annehmen beim Verhandeln. Let's go. So, Transfer abgeschlossen. Unsere erste Neuverpflichtung damit geglückt. Diego Lopez, unser neuer Torwart. Und mal schauen, was hier noch dazu kommt in dieser Folge. Wir haben, wie gesagt, hier echt noch einiges am Start. Guardado, ja, haben wir hier schon mal verhandelt, aber noch nicht angenommen. Das lassen wir erstmal so und es geht weiter mit, ich würde sagen, mit Advíncula. Der wäre wahrscheinlich am zweitbilligsten. Dann den würde ich irgendwie auch gerne haben. Wie gesagt, richtig schneller Spieler aus Peru. Und ja, warum nicht? Ich würde sagen, den können wir uns leider nicht kaufen. Gerade erst gewechselt. Das ist natürlich schade. Da müssen wir uns jetzt überlegen, ob wir tatsächlich vielleicht Jesus Navas als Rechtsverteidiger holen wollen, weil der ist halt viel teurer wahrscheinlich. Das ist echt schade. Ausleihen könnten wir natürlich auch probieren, aber das Ganze geht natürlich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, geht es weiter mit der Innenverteidigung, denn da brauchen wir auf jeden Fall jemanden. Und da bieten wir jetzt einfach mal auf alle Innenverteidiger und wir legen los mit Dante, würde ich sagen. 5,9 Millionen Freigabesumme ist natürlich billig, aber ich würde sagen, das geht noch ein Stück billiger. 2,7 geht auf jeden Fall in Ordnung und ich denke mal, dass wir dann den auch kaufen werden für ja 3,7 Millionen. Das wäre richtig billig. Und ja, wir bieten einfach nochmal auf den Rest hier für Hector Moreno. Der geht leider nicht, der wurde erst kürzlich gekauft, das ist natürlich schade, auf das habe ich natürlich zuerst nicht geachtet. Weiter geht's dann mit, ja, Fazio einfach mal, vielleicht den hier als zweiten Innenverteidiger. So, nachdem hier gerade 7,5 abgelehnt wurden, gehe ich jetzt mal auf 9,5 hoch.
Das wäre nicht billig, aber das Ganze wird angenommen. Da müssen wir noch überlegen, ob wir das wirklich ausgeben wollen. Dante, würde ich sagen, können wir eigentlich fast annehmen. 3 Millionen oder so, oder fast 4 Millionen, das muss ich eigentlich annehmen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Und damit haben wir unseren zweiten Spieler verpflichtet. Dante als unser neuer Innenverteidiger. Moreno geht leider nicht, das heißt, wir werden wohl Fazio annehmen müssen mit 9 Millionen. So teuer ist das Ganze ja natürlich nicht, aber wir haben halt nur 50 Millionen und jetzt glaube ich nur noch 40 Millionen oder so übrig. Ich würde sagen, wir bieten zuerst mal auf ein paar andere Spieler und zwar auf unseren rechten Flügel. Da ist jetzt die Frage, sollen wir hier Pedro für wahrscheinlich, ja, ich würde sagen, wir bieten einfach mal, schauen mal, wie teuer er werden wird. Und tatsächlich wurden hier direkt die 13 Millionen angenommen. Das klingt schon mal sehr gut. 13 Millionen hier für Pedro, das ist schon eigentlich sehr billig. Also das ist schon mal gut möglich, dass wir den uns also aus rechten Flügel hier holen. Wir bieten trotzdem nochmal auf die zwei anderen hier. Gut, Jarmolenko wurde gerade erst gekauft. Dann bleibt natürlich nur noch Fafan hier übrig. Und tatsächlich wurden hier meine 4,5 Millionen angenommen. Das wäre natürlich viel billiger, aber natürlich auch ein schlechteres Rating. Das muss uns natürlich auch bewusst sein. Das heißt, hier haben wir Pedro mit 13 Millionen oder eben Jefferson Fafan mit 4,5 Millionen. Schauen wir mal, wen wir uns hier holen werden. So, und als nächstes würde ich sagen, bieten wir jetzt einfach mal auf unseren zweiten Mittelfeldspieler hier, und zwar auf Pizarro. Der sollte perfekt. Das hat sich leider auch erledigt. Schade, dass da echt so viele Spieler jetzt dabei sind, die jetzt vor kurzem erst gewechselt sind. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Jetzt haben wir hier doch keinen zweiten Mittelfeldspieler mehr, aber Falcao ist halt einfach so extrem teuer. Das ist so schade. Für 20, von mir aus hätte ich jetzt auch echt 20 Millionen oder 25 ausgegeben, aber 33 ist halt schon brutal. Ich würde sagen, ja, wir holen uns jetzt einfach mal Guardado. Es bleibt sowieso niemand anders übrig hier im Mittelfeld. Das heißt, den holen wir uns erstmal, damit uns mal das Geld abgezogen wird. Und ja, dann schauen wir mal, wie viel noch übrig bleibt. Angebot ist durch und damit sieht unsere Aufstellung aktuell folgendermaßen aus. Ihr seht hier, ja, die linke Seite ist eigentlich schon komplett, auch mit dem Mittelfeld hier und dann ja hier mit der Innenverteidigung und auch mit Lopez. Hier links hinten könnte man theoretisch mit Insua spielen und auch hier mit diesem Gonzalez. Das geht gerade nochmal so in Ordnung. Also wir müssen uns nicht unbedingt hier einen Links- und einen Innenverteidiger holen, würde ich mal sagen. Und dann könnten wir uns hier vielleicht theoretisch, wenn wir das Geld übrig haben, echt Falcao reinkaufen. Hier auf dem rechten Flügel würde ich aber halt schon echt noch gerne einen stärkeren haben. Allerdings, Jefferson Fafan kostet ja nur 4 Millionen. Das haben wir ja gerade gesehen. Aber wir brauchen halt auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger. Und ich würde sagen, nach dem schauen wir jetzt mal, weil ohne Rechtsverteidiger geht hier einfach nichts, weil mit dem spiele ich jetzt sicher nicht. Und da Advíncula leider nicht geht und Navas wahrscheinlich zu teuer sein würde, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, hier mal auf Van Aanholt zu bieten. Und wir probieren das Ganze einfach mal, wie teuer der hier wird. So, 8 Millionen werden hier akzeptiert. Das ist aber leider ein bisschen mehr, als ich mir hier vorgestellt habe. Das ist gerade echt schwierig. Das Ding ist halt, das einzige Problem ist halt, ich will halt irgendwie unbedingt Falcao haben. Und dafür müssen wir halt noch immer 30 Millionen übrig haben, wenn ich mir die hier alle kaufe. Wenn wir uns Falcao nicht holen, dann wäre das natürlich kein Problem. Dann können wir uns hier Pedro, Fazio ohne Probleme holen und auch hier Van Aanholt. Und ich würde sagen, an der Stelle werden wir dann diese Folge jetzt dann auch beenden. Und ich würde, ja, gerne mal eure Meinung jetzt dazu wissen. Sollte ich vielleicht unbedingt echt Falcao versuchen, noch irgendwie zu holen? Oder sollte ich lieber einfach Falcao lassen und mir hier einfach, ja, dafür die ganzen anderen Spieler hier holen? Was ich natürlich noch versuchen kann, das machen wir jetzt noch schnell am Ende der Folge. Und zwar hier mal alle unsere Spieler, die ein bisschen einen Wert haben, mal auf die Transferliste zu packen. Und dann einfach mal schauen, ob wir Angebote reinbekommen. Weil wenn dann ja für jeden Spieler so 2 Millionen oder so reinkommen, dann ist das am Ende auch was wert. Und ich würde sagen, das versuchen wir jetzt noch. Und das erste Angebot ist tatsächlich schon reingekommen hier für einen 68er. Wir versuchen es mal mit 1,5. Mal schauen, ob er weggeht. 1,4 muss ich eigentlich akzeptieren. Wäre auf jeden Fall ein guter Preis, der hier reinkommt. Und ja, wenn wir so einige Spieler verkaufen, dann wäre da wahrscheinlich schon nochmal was möglich, wenn wir für jeden Spieler so 1,5 Millionen kriegen. Ja, leider kein neues Angebot, aber wir sind hier angelangt beim ersten Spiel. Ich würde sagen, ja, bevor wir die Folge beenden, das nehmen wir nochmal schnell mit. Und dann, ja, war es das von dieser Folge. Wir haben einige Spieler gekauft, das ist schon mal gut, aber wir haben leider diese Problematik, dass ich nicht weiß, sollte ich mir Falcao holen oder sollte ich mir, ja, wenn wir nicht Falcao holen, dann haben wir eigentlich kein Problem, aber ich will ihn halt echt unbedingt irgendwie haben. Da müssen wir halt jetzt echt schauen, ob sich das irgendwie ausgeht. Wir bekommen hier wieder ein Angebot rein für 2,6 Millionen. Ich würde sagen, ja, das werde ich hier noch schnell verhandeln. Und damit, ja, würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Dann schauen wir, was wir in der nächsten Folge machen. Gerne eure Meinung in die Kommentare, wie wir das machen sollten mit Falcao. Ich würde ihn halt schon gerne haben. Wenn wir hier ein bisschen Geld reinbekommen, wäre da vielleicht auch nochmal was möglich. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass wir ihn kriegen, weil ich würde ihn halt, wie gesagt, einfach richtig gerne haben. Und ja, das war's dann von hier. Nächste Folge kommt am Sonntag, denke ich mal. Ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne einen Kommentar auch da lassen. Und das war's dann von hier. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reinhauen.